So, und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Alpha Saphir. Heute sind wir ja hier im... okay, so kann ich durch. Ja, in der Arena von Baumhausen City. Und wir starten hier gleich mal richtig durch. Ha, hab ich ihn ausgetrickst. Aber egal, ich mach alle Trainer immer. Das ist normal. Ich werde dir einen eleganten Kampfstil von Vogel-Pokémon zeigen, sagt mir der Vogelfänger. Ich habe mein Team etwas umgebaut, falls sich jemand wundert. Zumindest von der Anordnung. Schließlich habe ich jetzt mal alle vier nach vorne gesetzt, die gegen Vogel-Pokémon effektive Attacken haben. Und oh, ich bin ziemlich voraus im Level. Und ein Volltreffer. Ja, es fängt schon mal gut an. Es fängt sehr gut an. Wenn gleich mit Volltreffern gestartet wird, dann fängt schon gut an. Hier, den Steinhagel spare ich mir, wo ich... Ah, gut. Den kann ich gleich wieder heilen. Das ist natürlich super. Das ist sehr interessant, wenn es schon so anfängt. Als nächstes wird Panzeron. Ja, natürlich... Nein, ach, wie doof ich bin manchmal. Gut. Mal gucken, wie Steinhagel dürfte. Oh je, Stachler. Steinhagel dürfte nicht mehr so effektiv sein, weil Stahltyp. Ja, natürlich. Ein Surfer? Ah, Surfer ist schon mal besser. Aber wir haben ein Speed-Teil. Und wieder ein Volltreffer. Also komm, die Gegner machen ja nur noch Volltreffer. Aber jetzt, komm. Ah, perfekt. Das ist, meine Herren. Die Gegner fangen ja schon mal richtig toll an. Level 36, das ist auf jeden Fall gut. Jetzt ist endlich mein physischer Angriff besser als mein Spezialangriff, was nicht unbedingt so toll ist. So. Du bist stark. Und natürlich entwickelt sich unser Bollwerk auf Level 36. Was er wohl wird? Ich tippe darauf, er wird ein Sonnenkern. Weil Sonnenkern ist einfach obermächtig hier gerade. Die Typenkombination aus schwächstes Pokémon, das es überhaupt gibt, glaube ich zumindest, das war Sonnenkern von den Werten her. Und natürlich der Typkombination Pflanze. Pflanze, das reicht schon gegen Vogel, das ist schon episch schlecht. Aber ich habe es geschafft. Und jetzt geht's darum, dass ich hier an diesem Trainer vorbei muss. Ich bin bei Wiebke in die Lehre gegangen. So leicht wirst du mich nicht besiegen. Damals, als ich noch Pokémon Saphir und Rubin gespielt habe, habe ich die Wiebke trainiert. Das glaubt ihr mir nicht. Und oh, ich habe vergessen zu heilen. Das ist natürlich ganz toll, aber ich denke mal, das dürfte überleben. Also, wenn er nicht sogar ihn eher tötet vorher. Ja, gut, ja, jetzt passt. Das ist alles in Ordnung. Ich hab dich besiegt. Okay, es ist aber gut zu wissen, dass wir mit Surfer auf jeden Fall noch genügend Schaden anrichten können. Übertrank, ich muss mal die Kategorie ordnen. Ach du Schande, ich habe ja kaum Tränke. Halt, aber ich habe Sprudel. Und ich habe Limonade. Da ich wusste doch, zu irgendwas müssen die Dinger doch gut sein. Ich habe ja extra mal so ein 5er-Pack gewonnen und ich habe mir ein paar gekauft. Das muss doch zu was gut sein. So, jetzt muss ich das so rüberdrehen. Das geht irgendwie ziemlich schnell. Aber egal. So. Ui, das geht aber. Rübergelaufen ist irgendwie schnell. Ah, okay, man kommt... hier kommt man nicht raus. Okay. Okay. Ah, okay. Und dann so.
könnte ich dem Trainer ausweichen, aber ihr wisst ja, ich weiche doch keinem Trainer aus. Es ist unnötig, dass unsere sich mit dir befasst. Für dich bin ich völlig ausreichend. Ach ja, und ich habe vergessen, natürlich meinen Sumpex auszutauschen. Weil ich soll, es sollten auch die anderen mal vorkommen. Dodu. Das ist ja noch nicht einmal, da zähle ich ja noch nicht einmal als Flugtyp. Aber egal, Steinhage bringt's. So, mal sehen, ja, sehr effektiv und wurde besiegt. Und nur noch Level 28. Was ist denn das? Das wird ja immer weniger. Hab ich das Gefühl. Pelipper, ja, okay, wechseln wir mal, ich denk mal. Na, ich hätte doch auf... Ich muss langsam mal darauf achten, auf was ich wechsle. Ich hätte auf Gardevoir wechseln sollen. Das wäre wesentlich klüger gewesen. Weil, Donner, Blitz, oder beziehungsweise Kraftreserve Donner, Kraftreserve Elektro, ist doch viel effektiver, weil es vierfach hat, aber naja. Mach deinen Steinhagel, ich glaube, das dürfte sowieso reichen. Oder auch... Oh, dieser Predictor. Das geht ja mal gar nicht. Also wenn du jetzt nochmal Ruheort... Aha, die Stall-Taktik, okay. Jetzt mache ich das noch einmal. Und ihm gelingt wieder ein Schutzschild. Was soll denn das? Das ist schon das zwei hintereinander. Das geht doch gar nicht. Also, bei der 50% Chance so da richtig zu liegen, das ist doch grausam. Gegenstoß. Volltreffer, ja klar, das durfte nicht viel machen. Ha! Und jetzt bin ich nochmal um einiges schneller. Und natürlich zieht die Vierfachschwäche extrem ab. So. Oh, Grandison ist Level 36. Aber, nee. Sandsturm wird mir hier nichts bringen. Ich hätte zwar zwei Pokémon, die den Sandsturm überstehen. Aber das sind nur zwei. Ich meine, wenn ich dann irgendein anderes reinwechsle, dann... schieße ich mir ein Eigentor. Liebke, ich habe verloren. Tja, du Armer. Ich zeig dir mal, was es heißt, richtige Stärke zu zeigen. So, ein bisschen da noch, ein bisschen da noch machen, bla, da. Ihr seht halt nicht, was ich jetzt gerade noch mache. Weil ich, Eine Wiege gewinnt 84. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen beeilen. So, dann passt Zumpex auch in die Kugel. Und ja. Oh, da vorne wird schon mal bunt. Für Freunde der Vogel-Pokémon ist diese Arena das Maß aller Dinge. Als Mitglied der Arena von Baumhausen City darf ich einfach nicht verlieren. Und ich habe schon wieder so ein Pex vorne. Ich möchte aber doch, dass mein Feuer-Pokémon langsam mal was dazu bekommt. Okay. Oh, ich habe ja den Sumpex Need ja sogar bekommen. Das könnte ich jetzt eigentlich auch mal ausrüsten. Oh, Verfolgung. Naja, das ist eigentlich recht gut. Dann weiß ich zumindest, dass mein Inferno nichts abkriegt. Das muss ich ja auch noch entwickeln. Triplette. Wenn du jetzt irgendeinen Effekt hast... Natürlich! Was ist denn das? Jeder zweite Hit vom Gegner ist ein Volltreffer. Und meine sehr effektive Attacke macht so wenig Schaden. Ach du Schande. Habe ich jetzt verwechselt und das ist physisch. Oh. 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 Da muss ich jetzt einen Beleber einsetzen, weil ich werde jetzt nicht einfach zurückgehen. Aber jetzt verstehe ich, was los ist. Hier, Steinhage ist was. Habe ich falsch eingeschätzt. So.
Der ist schneller. Ach du Schande. Und ich glaube, Grandison ist gerade aktuell einer der schnelleren in meinem Team. Okay, dieses Dodri ist echt heftig, besonders mit Verfolgung. Oh, das ist bestimmt in einem LP richtig, richtig mies, wenn er da dann auch noch Verfolgung einsetzt. Beleber, Beleber. Wo habe ich Beleber? Beleber. Beleber müssten hier sein, oder? Tja. Nee. Da ist Beleber. So, und jetzt wieder nach Kategorie. Ja, da vorne wäre es gleich. Geben wir ihm einen Sprudel. So. Und um den Rest aufzufüllen, ohne wegzugehen, das ist das, weswegen ich meine, hier sind die Beeren ja super. Wovon habe ich noch drei? Da, hier die. Hier den Steinhagel mal auffüllen. Hier füllen wir auch den Steinhagel auf. Da auch. Und da machen wir die Kastasame auf. So. Gut. Ja gut, dann bleibt Inferno eben mal hinten vor, außen vor. Und ich wechsle ihn nur rein, wenn ich einen Panzeron sehe. Weil das macht das Ganze etwas einfacher. So. Der Name aller Trainer, die vorwiegend Vogel-Pokémon einsetzen, gelobe ich hiermit feierlich, dir einen anständigen Kampf zu liefern. Ja, die Arena ist ja fast schon fertig, glaube ich. Samir mit seinem Pilipper. Das ist eine gute Wahl gewesen, denn ich habe das perfekte Pokémon dagegen schon in die Front gesetzt. Leide! Jetzt leidest du! Ich habe aber irgendwie wenig Erfahrung, wenn ich bedenke, dass vorhin Dodri jeweils 1100 gab. Folge ich mir, dass du stärker warst als ich und auf diese Weise bezwungen hast. So. Ah, natürlich. So. Und jetzt können wir das natürlich aufwiegeln und da ist schon Wiebke. Und da gucken wir erstmal noch. Hier. Halt ich. Attackenmäßig müsste alles okay sein. Dann sortieren wir es mal nach Kategorie auch. Was heißt das? Füllt diese seine KP ein wenig auf. Ah ja, und ich wollte noch was anderes machen. Ich habe doch den Sumpex Need irgendwo gekriegt. Da Sumpex Need. Das geben wir mal ihm. Ja. Ich denke, das ist vielleicht besser. Und ich gebe den Experten gut mal Latias. Weil ich brauche eigentlich keine zwei Nieten. So. Was habe ich sonst so vom Ausrüsten her? Ne Flinkklaue, ja okay. Pudersand. Ne, der bringt nichts. Pudersand zweimal bringt auf jeden Fall nichts. Da finden wir doch bestimmt irgendwas Besseres. Mal sehen. Nach Kategorie ordnen. Rauchball. Leicht. Nee, Leichtschirm bringt nichts. Sanftglocke bringt nichts. Beulenhelm könnte ich jemandem.
So, Beulenhelm ist auf jeden Fall sinnvoll. Magnet. Ha, ihr könnt euch den Magnet geben. Und Holzkohle kriegst du. So, halt, ich hab noch, mir ist gerade noch aufgefallen, selbst wenn, da den Trank kann ich auf jeden Fall mal verwenden. Und ja, der Rest dürfte eigentlich so passen. So, dann, Wiebke, zeig dich uns mit deinen Windrädern. Ich bin Wiebke, die Leiterin der Arena von Baumhausen City. Ich bin eins mit den Vogel-Pokémon und gemeinsam tanzen wir durch die Lüfte. Wie anstrengend der Kampf auch ist, wir gewinnen mit Grazie. So steht ihr den ganzen Tag da? Meine Vogel-Pokémon und ich werden dir mit unserer eleganten Choreografie beeindrucken. Wir werden dich mit unserer eleganten Choreografie beeindrucken. Versus Wiebke. Eine Herausforderung von Arena-Leiter Wiebke, obwohl es eigentlich andersrum ist. Schwalbers wird von Wiebke eingesetzt. Oh, verdammt, die hat Schwalbers vorne. Die Viecher sind beeindruckend schnell und physisch sehr stark. Aber ich hoffe, dass die Kraftreserve. Ich bin sogar schneller. Ja, die Kraftreserve müsste da eigentlich ausreichen. Perfekt. So. Und gleich mal aufgestiegen auf Level 36. Perfekt. 101 Spezialangriff. Das ist schon richtig gut. Ja, ich möchte hier wechseln. Genau für diesen Fall habe ich dich eigentlich dabei. So, mein Infernochen. Hoffentlich macht Wiebkes Panzerung dasselbe wie das letzte, nämlich nichts Gescheites. Ja, okay, das ist nichts Gescheites, da hatte ich schon recht. Aber besiegt. Das war eigentlich der größte Gegner, den ich hatte. Altaria. Ja, natürlich möchte ich wechseln. Weil das ist wieder Flugdrache. Und Flugdrache ist nicht unbedingt von meinem Team gut gesehen. Leider habe ich noch keine Mondgewalt. Das habe ich noch vergessen drauf zu werfen. Aber naja, das langt auch und es kann Erdbeben. Oh, zum Glück habe ich ausgewechselt. Denn mein kleines Infernochen hätte das nicht überlebt. So, das war schon mal sehr effektiv. Er hält ziemlich viel Erfahrung und als nächstes Pelipper. Na komm, wechseln wir doch. Damit jeder mal dran war, der dran sein sollte. Und wenn du scheiterst, dann kommt Sumpex. Aber dann kommt Sumpex richtig. So, dann mal gucken. Steinhagel, los! Ach nee, nicht wieder das Dollar, Pelipper. Jetzt sag mir nicht, dass du so ein Staller-Pelipper bist und jetzt Ruheort einsetzt. Na, Aquavelle. Nö, das dürfte nicht viel machen. Ich hab ja den Doppeltyp schon. Ja, gut, schon wieder Schutzschild. Ich mag diese Facetten, die Flügel von dem Libeldra beschreiben. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, das untere sind so zwei Zähne. Oh, verwirrt. Super. Das bringt die Leute meistens um und nein, ich werde dabei nicht bleiben. Er macht jetzt eh Schutzschild.
Deswegen ist es mir egal. Ich kann halt jetzt auswechseln. Oh mein Gott. Er hat die Verwirrung durchgebracht, weiß, dass ich auswechsle und deswegen Volltreffer. Also immer wenn du reinkommst, habe ich das Gefühl, kriegt er einen Volltreffer ab. Und jetzt sehen wir die erste Sumpex Mega Evolution. Mega Sumpex. Mit Riesenmuskeln. Und jetzt lassen wir die Steine regnen. Mit seinen Riesenmuskeln. Ja, Sumpex ist schon ein sehr netter. Und hat jetzt endlich wieder auch den Platz als höchststufiges Pokémon im Team eingenommen. Und wow. Wow, jetzt ist ja der Angriff richtig gestiegen. Von Morabel auf Sumpex habe ich ja... Der hat richtig zugelegt. 40 Stärke hat er doch bekommen. Noch nie zuvor ist mir jemand begegnet, der einen grazileren Kampfstil als ich hatte. Ich habe mit Steinen auf dich geworfen. Und zwar sehr oft. Einer wie gewinnt 4200 Poké-Dollar. In Anerkennung deiner Fähigkeit überreiche ich dir den Arena-Orden. So, was sagt sie noch? Einer wie erhält den Federorden von Wiebke. Yay! So. Mit dem Federorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 70. Auch die, die du per Tausch bekommen hast. Außerdem kannst du nun die vollen Fliegen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Das ist ein Geschenk von mir. Ruheort. Ja, das ist super. Die Attacke kann man immer wieder gebrauchen. So, Eigenschaften. So, jetzt ist der Orden auch freigeschalten. Mit Ruheort landet das Pokémon auf der Erde, um seinen verwundeten Körper zu schonen. Dadurch kann die Hälfte seiner maximalen KP wiederhergestellt werden. Allerdings solltest du beachten, dass das Pokémon für die Dauer dieser Runde den Typflug verliert. Du hast mich besiegt. Du willst bestimmt noch hoch hinaus. Eines Tages wirst du dann erhaben durch die Lüfte segeln. Ja, das habe ich im Gefühl. Und diese Arena war schneller als die letzte. Und wipp und irgendwie klein. Du hast es geschafft! Starterlaubnis erteilt! Der Typ hat's nicht leicht. So, aber wenn wir schon mal dabei sind. Wir haben ja jetzt VM Fliegen für uns entdeckt. Und ja, wir wollen natürlich VM Fliegen jemandem beibringen. So. Ah, okay, wenigstens kann das nicht. Aber ich wollte das hier machen. Inhalt Fliegen. Ja, Fliegen einem Pokémon beibringen. Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Löst schmerzende Welle aus und halt dabei das Ziel mit der Hälfte seiner maximalen KP. Ich glaube, das bringt nur im Doppelkampf was. Nehmen wir es mal weg. So, und schwupp. Latias hat Heilwurge vergessen und lernt fliegen. Gut. Jetzt nicht vergessen, den Latias Need muss ich trotzdem nochmal an... Oder? Flunky von Nita. Da müssen die irgendwo sein, da Latias Need. Ja, Tricks Expertengurt. So, mal sehen, ob wir jetzt fliegen können. Und wie das aussieht. Ich hab's nämlich noch nie gesehen. Okay. Wir können bisher nur so fliegen. Okay. Oh, schade. Ich dachte, dass so rumfliegen könnte
Schade. Ich habe echt gedacht, dass das etwas besser geht. Naja. Dann gehen wir jetzt immer noch zu dem Attackenlehrer. Das müsste der hier sein. Oh, du, was für eine wunderschöne. Soll sich also wieder an eine Attacke erinnern? Ja. Welches Pokémon soll sich wieder an eine Attacke erinnern? Hier, Gardevoir. Zelda. Welche Attacke soll Zelda sich erinnern? Kraftvorrat, Heilopfer. Na, nimm Ungewalt. Ja. Zelda, Arbeit, bla bla bla, ja. So, Säuserstimme weg. Und dafür Mondgewalt dran. Ja. 1, 2 und schwupp. Säuserstimme vergessen und hat sich wieder an die Attacke Mondgewalt erinnert. Einer gibt im Tausch eine Herzschwäche ab. So, dann haben wir das schon mal. Ist doch super. Gut, ich bin gerade enttäuscht. Ich hätte gedacht, dass die Animation kommt. Ich weiß, dass man irgendwie selber steuern kann, aber vielleicht geht es auch erst nach der Pokémon-Liga. Irgendwann später. Hoffentlich. So. Dann werden wir uns aber jetzt erstmal ausruhen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Pokémon Alpha Saphir. Bis dahin, auf Wiedersehen!